Ehrliche Einblicke. Charlize Theron spielt eine Mutter am Ende ihrer Kräfte. Und Lese ich hier damit gerade. herzlich willkommen zu Fetakäse. Das waren die grandiosen ersten unvergesslichen Worte der Pilotausgabe zu So begann die Fetakäse. Legende. Ja, Genau. hier in der Drittverwertung beziehungsweise im Drittverwertungsfeed, weil ich will nicht jedes Mal, also ich mache inzwischen so viele Podcasts, wenn ich jedes Mal eine Domain gleich kaufen würde, ja, dann Natürlich. nee, deswegen herzlich willkommen zu Fetakäse und hier geht es um, ja, Charlize Theron. Ich kann ihn noch nicht mal aussprechen. Ich meine, sie heißt Theron, aber gut, sie ist Südamerikanerin oder sowas. Nee, ich glaube, die ist Afrikanerin. Australierin, glaube ich sogar. Oder Australierin. Vielleicht kommt sie aber auch aus Madagaskar. Ist ja auch vollkommen egal. Worum geht es denn hier in unserem wunderbaren neuen Podcast-Format, Frank? Ja, um Charlize Theron. Sag mal, ist Ich glaube, die. das ist doch nicht so eine Metal-Band. Wäre ein geiler Titel. Ja. Charlize Theron. Hier sind Charlize Theron mit Bitch My Baby Back. Ja, habt ihr Ja. auch was von Cannibal Corpse? Genau. Ja, erzähl doch mal. Es war deine Idee. Also erstmal, Frank, war das nicht meine Idee? Ich meine, ich kenne das ja schon. Ne? Ich bin ja zwar nicht Kioma und der würde dich jetzt richtig fertig machen, das weißt du genau. Ne? Weil also wenn man solche Sachen unterstellt, dann muss man damit rechnen, dass man auch Gegenwind kriegt. Nicht so von mir, ich bin ein ganz lieber Kerl und sage deswegen, ich nehme die Schuld auf mich. Ja, es war meine Idee, obwohl es deine war. Und deswegen habe ich mich auch super auf dieses Thema vorbereitet. Denn was man dazu wissen muss, ist, ja, Frank, möchtest du denn gleich hier die dicke Bombe platzen lassen oder möchtest du das lieber gar nicht tun? Ja, das Schöne ist doch, dass ich jetzt die dicke Bombe platzen lassen kann. Dann kann ich das Ding so lange ich möchte auf der Festplatte liegen lassen. Und wenn mir danach ist, die Bombe platzen zu lassen, kann ich es ja dann uploaden. Ja, richtig. Apropos uploaden und die dicke Bombe platzen lassen. Ne? Passt ja auch gut. Achso, ich dachte, du machst jetzt die Überleitung. Nein, 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 das war die Überleitung. Ja, nein, ich bin schwanger. Genau. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich in der 18. SSW, wie man unter uns SDWPAs so sagt. Diese Abkürzung habe ich noch nie gehört, aber sie klingen irgendwie Wie ziemlich. war der zweite Buchstabe? E? Ich wollte sowas sagen wie Special Dudes with Podcasting Attitude. Ah, okay. Ja. Okay. Ich dachte, der zweite Buchstabe ist ja eigentlich das B. Gut. Aber nein, es geht tatsächlich darum, ja, der Frank ist tatsächlich schwanger, beziehungsweise seine Frau, Ja, aber die ist ja der Freundin, unwichtige Teil. Die trägt ja quasi eher, Angetraute, die trägt ja quasi das Kind aus. Also ist eher so eine Art wandelnder Brutkasten, ja, ich richtig, bin ja. ja eigentlich derjenige, der schwanger ist. Und Genau. ich bin jetzt quasi in der 18. Schwangerschaftswoche, noch 161 Tage laut meiner Väter-App. Also Und das wäre dann genau der. das wäre dann so genau irgendwann Mitte August. Ich glaube, der 16. war es. Ah, okay. Aber kann man sich, ja, Frage Nummer eins, ich meine, so als Grundtenor mal hier so als Erklärung, falls ihr jetzt mich oder den Tom noch nicht kennt, vielleicht ziehen wir ja auch ein völlig neues Podcast-interessiertes Klientel mit so einer Thematik an, ja. Du bist ja schon quasi professioneller Vater aus Leidenschaft. Ich habe dir ja Genau. schon vor, ich glaube ungefähr, wie lange ist es jetzt her? 2 Jahre? Ja, habe ich 5? 35, glaube ich. Kommt drauf an, was du Nee, meinst. nee, vor 2 Jahren habe ich dir von dieser Podcast-Idee erzählt, dass es doch schön wäre, wenn ich mich mit dir über ein Thema unterhalten könnte, wo du dich schon mit auskennst. Das war ja Ja, das genau. Hauptproblem, seit wir beide uns kennen. War ja eigentlich immer das Hauptproblem, wenn wir miteinander gepodcastet haben, sei es für die Isolierstation, sei es für diverse Fernseh- und Radioprojekte, in denen wir natürlich beide involviert sind, ja. Weil immer das Problem, ich kannte mich in allem besser aus als du. Ja, und das kenne ich. So geht's eigentlich fast mit jedem, mit dem ich mich halt unterhalte, weil ain't I great, um es mal so auszudrücken. Und dann kam aber auf die Idee, gut, dann wirst du halt mal Vater, und zwar vor mir, damit ich Genau. mich mit dir übers Väter sein, Väter werden, Väter über Väterkäse unterhalten kann. Ganz genau. Und obwohl ich nicht gedacht hätte, was dann da auf mich zukommen würde, habe ich mich einfach vor den fahrenden Zug geworfen und habe gesagt, gut,
ich werde vor dir Vater. Mhm. Ich probiere das ganze Ding erstmal so aus und dann berichte ich dir davon. Und das ist hier das eben in Podcast-Form. Du hast mir ja dann auch irgendwann das Greenlight gegeben und hast gesagt, okay, ja, ist jetzt eigentlich ganz gut, mach mal. Ja? Und ja, natürlich habe ich dich da verarscht. Ich wollte nur nicht mehr alleine sein. Ich habe ganz ehrlich auch schon jetzt das Gefühl, du hast mich da richtig verarscht. Ja, also ich schlafe jetzt die sechste Nacht in Folge auf dem Sofa. Ja, egal was ich der Alten sage, es wird persönlich genommen bis zum geht nicht mehr. Also Tom, ich weiß nicht wenn das jetzt schon so anfängt. Ja, also pass auf, es wird noch sehr viel schlimmer. Aber davon mal abgesehen, keine Angst, ich bin ja bei dir und ich bin auch für dich da. Du kannst mich alles fragen, was du willst. Oh Gott, du armer Kerl. Ja, ich hab schon vor, demnächst zu dir zu ziehen, ne? Nein, das geht leider nicht. Aber die Frage, die ich hätte, ist, wollen wir das Ganze denn auch so episodenartig aufziehen? Also zum Beispiel so die erste Folge dieses Podcasts geht zwar nur eine Minute lang, aber dafür um das wunderschöne Thema Schwangerschaft oder sowas. Und das zweite ist dann die Geburt und das dritte und so weiter und so fort. Das wär aber langweilig, wenn das zweite schon die Geburt ist, ja? Dann kommen wir ja nur auf drei Ausgaben. Wir können auch eine Folge nur über die Wehen machen und so. Ah, das ist auch mal interessant. Ja, die Frage ist natürlich, worüber reden wir denn dann heute in der Pilotausgabe sozusagen? Ich würde sagen, wir fangen ganz von vorne an, tatsächlich. Also für die Interessierten, die sich schon gedacht haben, boah, also ich habe einen tollen Job, eine tolle Frau, wir haben viel Sex und wir haben sehr viel Geld und so. Oh geil, kann ich mit denen war tauschen? War das denn schon alles? Nicht? Ach so. Genau. Wie ist es denn, wenn man das alles nicht mehr hat? Dann seid ihr auf jeden Fall daran interessiert, ein Kind zu kriegen und dann solltet ihr euch zumindest gedanklich darauf vorbereiten können und das leisten wir hier, denke ich. Ja, ich wollte auch gerade sagen, das sind ja ideale Voraussetzungen, weil mir ging es ja schon vorher, also egal. Nicht so gut? Ja, ich muss ja aufpassen, vielleicht kommt ja Mel irgendwann auf die Idee und denkt sich, ha, da jetzt podcastet er endlich mal über ein Thema, wo ich mal reinhören will. Ja, das sage ich natürlich ganz diplomatisch, weil mir das natürlich auch passieren könnte. Das ist ja natürlich also nur Spess gemeint. Ja, wir spielen ja hier weiter gimmickmäßig, ne? Ich spiele ja auch nur die Rolle von demjenigen, der jetzt seit 6 Tagen auf dem Sofa schläft. Ja. Gut, an genau so viel Sex kannst du dich jetzt auf die nächsten 2 Jahre sehr freuen. Mhm. Genau, auf so viel Sex, ja. Wie die letzten 6 Tage. Und damit wären wir dann auch schon mitten im Thema. Wie seid ihr überhaupt, warum stelle ich ja eigentlich die Fragen? Du bist doch der Host. Na gut, ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Und zwar, wie seid ihr denn überhaupt auf den schmalen Ast gekommen? Also, ja. Wie kann man sich denn sein Leben so versauen? Vorsätzlich. Ja, lang genug zusammen und irgendwas muss ja mal, also. Hundeallergie. Ja, Katze dürfen wir nicht halten, jetzt auch in der neuen Wohnung nicht. Und verstehe. Dann, du bist ja auch schon mal umgezogen, beziehungsweise hast gebaut oder bist bestimmt mehr als einmal im Leben umgezogen. Und ja. Du kennst das ja vielleicht, Immobilien-Scout 24 und so weiter. Wenn man dann schaut, Tiere Doppelpunkt steht meistens nein oder nach Vereinbarung. Aber Kinder Doppelpunkt dagegen haben eigentlich relativ wenig was. Ja, inzwischen, ne? Also Deutschland ist doch sehr viel kinderfreundlicher geworden, so in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Kann sein, dass auch das dazu beigetragen hat, dass jetzt so ein Kinderboom wieder losgetreten worden ist, weil das ist ja tatsächlich schon fast eine Modewelle, würde ich fast sagen. Also ich kenne so viele Leute, also zum Beispiel alle in der Krippe meiner Tochter sind Eltern, ist unfassbar. Alle, ernsthaft? Alle, ausnahmslos. Das finde ich ja jetzt echt krass. Außer der Hausmeister vielleicht. Ja, mal von dem schmalen Gag abgesehen. Okay, also ihr dachtet, das ist so Next-Level-Shit und, ne? Ja, ich hab jetzt gedacht, mein Gott, es wird von Jahr zu Jahr, also wenn wir es mal rein politisch sehen, ja, sowieso schlechter. Und es wird jetzt entweder Zeit, dass der oder die nächste Heiland oder die nächste deutsche Superdiktator geboren wird. Und wer, wenn nicht ich, könnte dafür sorgen, dass demhingehend endlich mal was aufwärts geht?
Ja, verstehe. Hm? 18. Woche, dann wisst ihr auch schon das Geschlecht, oder? Nein. Könntet es wissen? Leider noch nicht, aber neuer Frauenarzttermin steht an, Ultraschall, und dann kann man eventuell hoffentlich sogar etwas sehen. Das wäre dann so ein Ding für die zweite Ausgabe von Väterkäse. Genau. Männlein oder Weiblein? Wie war es denn bei dir? Hast du, also du wolltest auch das Geschlecht vorher schon wissen. Ja, doch, auf jeden Fall. Also dieses, wir lassen uns mal darauf, ne, also irgendwie überraschen, nö. Also da sind meine Frau und ich auch sehr pragmatisch. Wir haben gedacht, das werden wir sowieso dann irgendwann erfahren, dann können wir es auch jetzt erfahren, ne? Mhm. Und wir haben es auch jedem sofort brühwarm auf die Nase gebunden, ob die es wissen wollten oder nicht, ne? Das ist ja gerade in amerikanischen Filmen, sehe ich das so ganz oft, dass da immer bis zur Niederkunft da so ein Heckmeck drum gemacht wird und dass niemandem erzählt werden darf und so ein Quatsch. Also nee, so sind wir hier nicht im Hause. Und ich wollte tatsächlich auch immer eine Tochter haben. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wunschgeschlecht. Ja. Wunschgeschlecht, absolut. Ich bin mir da nicht so ganz, also ich weiß es ja noch nicht. Und im Grunde genommen ist es mir natürlich auch egal. Ja, aber natürlich der Gedanke Tochter ist natürlich schon schön, weil ich weiß nicht, es hat was. Junge natürlich auch, aber ich meine, es gibt so Pros und Cons. Also bei einer Tochter denke ich mir, es ist ja heute viel schlimmer, also die sind ja heute noch viel frühreifer als wir es damals waren. Also wir waren ja quasi noch die letzte Generation anständig erzogener, natürlich super duper Menschen. Und jetzt ist es ja teilweise so, ich lese dann teilweise, oder hier sehe sogar auf RTL 2 diese eine Doku-Serie, wo immer irgendwie kleine Mädchen Kinder kriegen. Schwanger, ja. Dingsbums. Dazu zwei Worte. Ja. Chemische Entwicklungshemmer. Ja, kann man in China bestellen. Wär auch mal ein Thema für eine kommende Ausgabe. Ich sehe schon, wir sammeln in dieser Ausgabe erstmal ganz viele Ideen für die kommenden Ausgaben von Väterkäse. Jetzt spielen wir Forever Young. Danke. Nee, also bezüglich der Thematik, weißt du, da müsste ich mir dann so ab 11, 12 schon Gedanken machen oder müsste jeden nicht weiblichen Freund meiner Tochter mit einer chemischen Keule behandeln, damit er, keine Ahnung, keine drei Worte mehr rauskriegt oder sowas. Also ich hätte irgendwie schon so ein bisschen Angst, dass ich dann irgendwie mit einem Baseballschläger auf allem rumknüppeln muss, was, Ja, dazu gibt's doch diesen wunderschönen Spruch, ne? Wenn man einen Sohn bekommt, dann muss man nur auf einen Schwanz aufpassen. Und wenn man eine Tochter bekommt, auf alle. Aber es ist ja auch schon so ein bisschen, ja, schon ein bisschen assi, aber beim Sohn würde ich mir dann eher denken, also keine Ahnung, wenn der jetzt mit 13 oder so seine erste Freundin hat und... Ja, und das sind diese alten Denkmuster. Dann würde ich mir sagen, go. Guck mal, du hast auf dich, mein Junge. Aber das ist so typisch. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so von der Natur so angelegt ist oder Absicht oder irgendwie nur so angelerntes Verhalten. Aber irgendwie ist man als Vater einer Tochter gegenüber oft so überprotektiv, habe ich so das Gefühl. Also... Ich habe da auch schon ganz schlimme Gedanken und so und muss auch gestehen, bei einem Sohn wäre es wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Aber vielleicht einfach, weil ich auch selber mal ein Sohn war und ich wollte auch bumsen, so ist nicht. Also, aber ich weiß nicht, vielleicht kann ich mich in das andere Geschlecht einfach zu wenig reinfühlen. Aber dafür habe ich ja jetzt eine Tochter, ich lerne ja noch. Also, wenn es ein Junge wird, dann weiß ich schon, dass ich später hinaus... mal davon abgesehen, man hat ja sowieso Erfahrungen gesammelt mit dem eigenen Vater. Ich weiß nicht, ob deine jetzt überwiegend gut oder schlecht oder gibt's noch einen Vater oder gibt's keinen Vater mehr. Ja, alle noch am Leben, alle wohlauf, tolle Kindheit gehabt, so ist es. Ja, dann ist ja schön, wenigstens einer von uns beiden. Mein Vater ist ja jetzt schon einige Jahre nicht mehr da und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er der Elite-Vater war. Also mir hat's an nichts... Ja, welcher Vater war schon Elite-Vater? Mir hat's an nichts gefehlt, aber er hat halt immer gearbeitet, weißt du, so die... weiteres Klischee. Meiner natürlich auch, aber das war eben in der Zeit so, ne? Ne, und also wenn es ein Junge wäre, ich würde auf jeden Fall dafür sorgen wollen, dass es nicht so eine verweichlichte Nulpe wird wie ich.
Ja, also du willst arbeitslos werden und immer zu Hause sein. Das wäre natürlich auch eine schöne Vorstellung. Ja, oder? So gezielt, also jetzt, mein Vater hat sich nie für Sport interessiert, sondern eigentlich nur für Eierkratzen und Bier. Ja, wenn er zu Hause war und nicht gearbeitet hat. Und ich hatte dann beispielsweise nie den Bezug zu Fußball. Und war auch nie sonderlich sportlich veranlagt. Und ich finde Fußball doof. Es gibt wenig Menschen, die ich kenne, die Fußball noch blöder finden als ich. Aber wahrscheinlich ich. Ja, wenn es ein Junge wäre, dann würde ich den in einen Fußballverein stecken und würde dann dementsprechend auch zu den Spielen hingehen müssen. Weißt du was? Und genau das war einer der Gründe, warum ich auf keinen Fall einen Jungen haben wollte. Weil du lieber ins Ballett gehen wolltest, weil du im Tütü so unglaublich sexy aussiehst. Was hat denn das Mädchen unbedingt zum Ballett gehen müssen? Naja, oder Jungs, zum Kunstreiten oder so. Der Keuschheitsgürtel. Ja, ganz genau. Nee, weiß ich nicht. Aber jedes Wochenende, wann spielen die immer Fußball? Keine Ahnung. Also sonntags auf dem Fußballplatz rumhängen, um das Gesäuge da anzufeuern, nee. Kein Bock. Außerdem finde ich, und das hat sich tatsächlich bestätigt, Jungs sind den Mädchen tatsächlich in der Entwicklung in diesem Alter auf jeden Fall meilenweit, also zurück. Mhm. Das kann man wirklich so sagen. Guck sie dir an, das sind so kleine Lappen, die können teilweise noch nicht mal mehr sprechen. Mit meiner Tochter diskutiere ich schon, die ist 2,5. Also es ist unglaublich. Das ist kein Klischee, ist tatsächlich so. Also gut, es mag Ausnahmen geben. Ja, wollte gerade sagen, kommt es nicht auch auf die Erziehung drauf an oder wie man das Kind fördert oder so? Oder wär ja noch ein weiterer Denkansatz. Also das ist ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich das durchhalte. Das ist ja jetzt nur Planung, ja? Ich würde sagen, es kommt auf ganz, ganz viele Sachen an. Natürlich ist frühe Förderung immer sehr gut. Man sagt ja auch, dass ältere Geschwister tatsächlich immer so durchschnittlich ein paar IQ-Punkte mehr haben. Und zwar einfach, weil sich die Eltern, und das merkt man tatsächlich auch, so im Freundeskreis und in der Krippe sieht man das auch und so, Erstgeborene werden ganz schön noch betüdelt und so, ne? Und das, die werden so. Und das zweite Kind, das läuft dann meist so ein bisschen nebenher, weil das erste Kind ist ja noch da und muss auch noch irgendwie versorgt werden und so. Und man kennt das ja auch schon alles. Und die ersten Schritte des ersten Kindes vergisst man nie. Und die zweiten, beim zweiten, das merkt man wahrscheinlich nicht mal. So läuft das dann. Und das ist auch so eine gewisse Förderung, die dem Zweitgeborenen dann oft fehlt, habe ich schon mal häufiger gehört und auch durchaus beobachten können. Auch in der eigenen Familie. So zum Thema Frühprägung, Förderung etc. So eine Grundidee, die ich habe, aber wahrscheinlich, gut, ist ja alles noch Zukunftsmusik. Aber ich dachte mir schon, ich spreche vorwiegend Englisch mit dem Kind. Lächerlich oder keine Ahnung? Zweisprachig aufwachsen? Bist du Native Speaker? Nee. Dann solltest du es nicht tun. Würde ich jetzt sagen. Es reicht doch, wenn du mal eine Folge Pepper Woods und mal eine Folge Pepper Pig zeigst. Das reicht doch vielleicht schon, um bilingual aufzuwachsen. Meinst du? Das ist dieselbe, nur in verschiedenen Sprachen. Okay. Ja. Man kann sich auch als Erwachsener durchaus anschauen. Das ist teilweise ganz witzig. Das ist sowieso auch so eine Sache, ne? Was bedeutet Frühförderung? Bedeutet das, mit dem Kind zu reden oder einfach nur die Fernsehprogramme besonders gut auszusuchen? Naja gut, Fernsehen fällt ja sowieso flach. Es gibt ja nur die Serien, die ich schon als Kind geschaut habe und deswegen, die habe ich ja eh schon alle auf DVD. Ja, das habe ich auch gedacht. Und dann kam... Das lässt sich nicht durchhalten. Also spätestens, wenn du dann sowas hast wie Netflix oder Prime oder sowas und diese bunten Bildchen auftauchen, dann hast du verloren. Und außerdem hat die Frau ja auch noch ein bisschen was mitzuschnacken. Ja gut, aber die sieht das so ähnlich wie ich. Also ja gut, dann könnte die das zusammen vielleicht doch schaffen. Weil ich habe es ja mal erlebt, als wir mal die das Kind von meiner, Gott, jetzt muss ich wieder die Familiengeschichten zusammenkriegen, die Nichte, ja. Als wir die mal hier für einen Tag hatten, als die noch jünger war, ich frag mich nicht wie alt, und dann die Aufmerksamkeitsspanne bei der Augsburger Puppenkiste überhaupt nicht zu irgendwas gereicht hat, weil da ist halt einfach zu wenig passiert auf dem Bildschirm. Yeah. Ja, habe ich mir schon gedacht, also wenn ich mal später ein Kind habe, nee. Hier nicht CGI-animierte epileptische Schnittserien, hier neumodische Heidi, Nils Holgersson und so ein Kack, was sie genau neu gemacht haben. Ja, das ist doch so ein Rotzedreck. Ja, nee, bei mir gibt's das Original, ich habe die alle auf DVD. Ja, das und nichts anderes. Ja gut, okay. Sind hehre Ziele.
Ich hoffe, ihr erreicht sie. Das ist nämlich, also man merkt schon, man lebt dann doch nicht mehr in dieser Zeit einfach, ne? Und spätestens dann irgendwie im Kindergarten, wenn nicht schon in der Krippe, unterhalten die sich auch über andere Dinge und dann wird Neugier geweckt und dann zückt vielleicht doch einer mal ein Smartphone irgendwo, keine Ahnung. Wie ein Smartphone? Von den Kindern? Ja, nicht in der Krippe, aber ich wollte sagen. Die Eltern, man hat die anderen Eltern ja nicht im Griff und naja, guck mal, du holst dein Kind von der Krippe ab und dann ziehst du dir die Jacke an und so und nebendran ist eine Mutter, die auf sowas scheißt und ihrem Kind die ganze Zeit, während es sich die Schuhe anziehen lässt, irgendwas Epileptisches auf dem Smartphone gucken lässt. Das ist doch asozial. Ja, aber wer macht denn sowas? Das ist leider die Realität. Ja, aber ganz ehrlich, da müssten wir doch die Mutti beiseite nehmen, erstmal links und rechts richtig schön eins aufs Fressbrett und dann wieder hinstellen und gut ist. Ja, das sind die Sachen, die man tun möchte, aber irgendwie tut man sie dann doch nicht. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja, aber das kannst du ja machen, wenn du mit deinem Kind alleine bist und ein asoziales Elternteil bist. Aber, da könnte ich mich jetzt schon aufregen, wenn ich das höre. Ja, vor sowas kann man sich sehr, sehr schlecht schützen. Natürlich hat man es aber noch selber in der Hand, ist ja klar. Ne? Also genau das möchte ich nämlich auch nicht. Also ich zeige auch Heidi und wir gucken immer zusammen Heidi, also das alte Heidi. Und das findet sie auch ganz toll. Und da reicht die Aufmerksamkeit tatsächlich zu. Man darf nur nicht zu viel zu schnell von dem Kind erwarten, manchmal. Manchmal wirkt es schon so erwachsen, weil es schon so sprechen kann und auch so einigermaßen überlegt wirkt. Kann aber trotzdem der fucking Handlung von Heidi nicht folgen, so. Weißt du? Wie alt ist jetzt deine Tochter? 2,5. Ah, okay. Also ja, also ein bisschen mehr. Ne? Also 2, 3 Viertel so ungefähr. Okay. Und natürlich gibt es Handlungsstränge, die versteht sie, aber also so eine richtig zusammenhängende Handlung, das kannst du da in dem Alter auch noch nicht so wirklich erwarten. Und ich glaube, bevor das nicht so ist, sollte man die auch tatsächlich nicht mit diesen ganz schlimmen Epilepsie-getränkten Sendungen und so. Ne? Das könnte dann tatsächlich zu führen, dass dieses Bunte wie so eine Droge wirkt, weißt du, dieses Schnelle, das Pacing, das Geschrei, die bunten Farben, die schnellen Schnitte, die man da so drin hat, das alles führt zu Sehgewohnheiten, die sich dann schon sehr schnell einprägen und dann, ja, wird es tatsächlich schwierig, die noch für Pinocchio begeistern zu können oder was auch immer du denen da zeigen willst. Ne? Ich frage mich bezüglich dem Kinderprogramm sowieso, aber da gab es vor ein paar Jahren oder vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren mal irgendeinen Schnitt. Und dann wurde, gut, vielleicht liegt das am Alter, aber dann wurde doch wirklich alles kacke. Ja, vielleicht liegt es wirklich am Alter. Aber das, wie gesagt, sowas, wo nicht wirklich erstmal objektiv viel passiert, ne, also in Sachen Farben, Musik und Geschrei und so, das sind ja meistens so Sachen, die sehr von der Story leben. Ne? Also Heidi ist ja zum Beispiel echt eine durchgehende Story, falls dir das schon mal aufgefallen ist. So, ne? Ist mir erst vor ein paar Jahren aufgefallen, muss ich zugeben. Es ist tatsächlich eine durchgehende Story und die ist dann auch irgendwann zu Ende. Das geht ja für viele Serien dieser Art, außer Tom und Jerry vielleicht. Und gut, aber guck mal hier, wo wir gerade bei Tom und Jerry sind, das war ja schon auch gar nicht so viel anders, wenn man das mal so sieht. Ne? Ja. Nicht? Und aber da geht's ja auch nicht um die Story. Ne? Und solange die Kinder der Story nicht folgen können, weil sie da einfach noch nicht geistig zu in der Lage sind und die Entwicklungsstufe noch nicht so erreicht ist, kann man es vielleicht verzeihen, wenn die dem nicht so wirklich folgen möchten. So, ne? Da ist dann eher so Knalliges angesagt. Da muss man da so einen kleinen Kompromiss finden. So, ne? Also Pepper Woods zum Beispiel kann ich empfehlen. Das ist ein kleines englisches Schwein, das mit seinen Schweineeltern, seinem Schweinebruder auf einem Hügel lebt und witzige Abenteuer immer wieder ne, erlebt. Und das ist moralisch auch ganz interessant teilweise. Also da werden ja so Alltagssituationen dann eben so nachgespielt. Und tatsächlich, man kann es sich auch als Erwachsener angucken. Und das ist sowieso das Hauptsächliche, wenn wir jetzt schon mal über Medienerziehung sind, ist das Wichtigste, immer alles erstmal angucken zusammen. Weil sonst kommt man so in so einen Drive, so, ja, das ist bunt, ich mach das mal an, ich brauche mal eben kurz Ruhe vor dem Kind. Und dann guckt sich das teilweise Sachen, eigentlich meine Prinzessin Lilifee, hast du das schon mal gesehen? Nee, aber ich das ist gruselig für so ein kleines Kind. Da werden Leute in Seelen gesaugt, mit Tentakeln gegriffen und so unter die Wasseroberfläche und die schreien dabei und das ist schlimm.
Gibt es denn für solche Serien überhaupt Altersempfehlungen? Ich habe nämlich festgestellt, dass für viele Sachen, die ich jetzt im Regal stehen habe, gerade die alten Kinderserien, da ist dann überhaupt keine Altersempfehlung drauf. Dann habe ich mal. Es gibt ja auch 0, ne? Und dann 6. Und, okay. Und 0, und zwischen 0 und 6 ist wirklich, und zwischen 2 und 5, ja, ist ein gigantischer Unterschied von dem, was die aufnehmen können, verstehen können und auch wahrscheinlich, wie sie es aufnehmen oder wovor sie Angst haben oder Angst kriegen. Ne? Also, das ist ein ganz kitzliges Thema, aber gut, noch ist es ja nicht so weit. Wir machen jetzt aber schon den 15. Schritt, glaube ich, vor dem ersten. Wie sieht es denn mit der Geburt aus? Ist da schon alles vorbereitet? Ja, ich hoffe doch, dass die im Krankenhaus schon ausgesucht. Ich hoffe, dass die im Krankenhaus wissen, wie sowas vonstatten geht. Zimmer? Nein, ich meine Vorbereitungskurse gemacht. Und nee, so. Das kommt alles noch. Ah, okay. Wann hast du denn deinen Vorbereitungskurs? Wann habt ihr denn euren Vorbereitungskurs damals also gemacht? Also wir waren eineinhalb Mal waren wir da. Okay. Ich glaube, meine Frau sogar 2,5 Mal. Ja, und wann? In welchem Monat? Das weiß ich nicht mehr. Mann, hast du dich gut vorbereitet, Tom? Weißt du, ich war ja schon relativ lebensalt, als das erste Kind kam. Und deswegen habe ich gedacht, ach, machst dich nicht verrückt. Und meine Frau ist auch so eine, die sich nicht verrückt macht. Mhm. Und deswegen haben wir das alles relativ locker angegangen. Ne? Wir haben ja auch kaum Voruntersuchungen machen lassen oder so. Also die empfohlenen natürlich schon, aber diese ganzen Zusatzkassenleistungsgedöns, Nackenfaltenmessung und all so ein Kram, das haben wir uns geklemmt. Ist ja auch besser, wie wir schon abgeklärt haben, wenn man sowas nicht macht, sonst steht man irgendwie vor solchen Prognosen wie wir jetzt wegen dem Alter, wo dann ganz irgendwelche Zahlen rumgeworfen werden, wo man sich dann Gedanken machen könnte, wenn man sich Gedanken machen möchte, aber das hast du mir ja auch schon relativ gut ausgeredet, aber ja. wenn man so ins Detail geht, dann erfährt man da eventuell, gerade wenn man etwas älter ist, Chancen, dass das Kind so und so und das und hin und her werden könnte. Da hast du schon recht, darüber sollte man sich vielleicht gar keinen Kopf machen. Und im Idealfall, ja. Ich meine natürlich, das Risiko steigt mit dem Lebensalter übrigens der Frau. Mhm. Ja, natürlich. Ja. Für uns Männer. Ja. Insofern, ja gut, auch das des Mannes. Das, ja gut, aber das hast du ja, glaube ich, ganz gut hingekriegt, weil du als alter Sack hast dir ja eine blutjunge Freundin gesucht. Also du hast ja jetzt quasi noch nicht mal, also da muss man dir Respekt zollen, also jetzt ohne Thai-Import oder so, nein. Du hast das vollkommen alleine hingekriegt. Land geerntet. Ja, Land geerntet, dir ein blutjunges Ding aufzureißen und zu ehelichen und zu schwenken. Also ganz ehrlich, Tom, wärst du jetzt hier, ich würde dir anerkennend auf die Schulter klopfen. Das ist sehr nett. Das können wir ja dann machen, wenn wir uns doch mal irgendwann mal treffen. Ja, genau. Und die Kinder miteinander spielen lassen. Nein, was Statistiken angeht und so, gut, klar, mit dem Lebensstand. Und ich meine, die Risikoschwangerschaft, die fängt inzwischen auch schon bei irgendwie bei 30 an oder 31 oder so. Und steigt dann exponentiell, ja. Genau, macht man sich ja gar nicht so klar. Da fängt die Risikoschwangerschaft schon an, weil das von der Natur scheinbar nicht so vorgesehen ist. Ne? Also auch wenn das gesellschaftlich insofern jetzt schon so ist, dass die Frau Mitte 40 sagt, ach, jetzt bin ich beruflich eigentlich sehr gut aufgestellt und das Haus ist auch schon halb abbezahlt, jetzt können wir eigentlich mal ein Kind machen. Die Natur sagt, nee, das hättest du aber mal vor 20 Jahren auch schon mal überlegen können oder vor 25 Jahren. Ne? Mhm. Deswegen gut, aber das so groß ist die Wahrscheinlichkeit jetzt auch nicht, dass da noch Schlimmeres bei passiert als generell. Ne? Was wollte ich sagen? Die einzige Statistik, die man da eigentlich nur wissen muss, ist, dass bei weit über 90%, waren es nicht sogar irgendwie 98%, aller Schwangerschaften ein gesundes Kind dabei rauskommt, jedenfalls nach der 12. Schwangerschaftswoche. Das ist sowieso noch so ein kitzliges Thema. Check, ja. Wenigstens das. Und gut ist. Ja, das ist so ein Ding, die 12. Schwangerschaftswoche. Also, alter Schwede, ich hätte es ja nicht gedacht, ne? Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten. Aber das ist tatsächlich so ein magische Grenze. Ganz viele Leute werden dir auch erst sagen, dass sie überhaupt schwanger sind nach diesem Termin. Und aus gutem Grund, weil diese Abgangsrate ist so hoch, das ist erschreckend. Wenn man da mit Leuten drüber redet, dann kommt immer eine Geschichte, ja, das ist mir auch schon zweimal passiert und hier Nachbarin dreimal und pipapo und blablabla. Mhm. Also jedem ist es irgendwie schon mal passiert und man denkt, Alter, hätte die mir das mal nicht vorher sagen können, das ist ja gruselig. Also wie häufig das passiert. Aber gut, bei euch ist es ja gut gegangen, insofern
kann eigentlich kaum noch was schief gehen. Ah, schauen wir mal. Ich bin ja eher negativer Mensch, aber diesbezüglich muss ich guter Dinge sein, weil wäre ja schlimm, wenn ich nicht guter Dinge wäre. Eben. Übrigens, ja. so vielleicht mal als Abschlussthema für die Pilotfolge. Ganz interessant, weil es mich jetzt auch, also es geht ja auch darum, ich möchte ja auch dir in diesem Podcast hier in dieser Reihe immer Fragen stellen zu Themen, die mich bezüglich diesem Thema gerade tangieren. Und gerne. Bevor sie jetzt, also sie könnte in den nächsten Minuten schon in der Wohnungstür stehen, deswegen spreche ich das gleich nochmal an. Ich weiß schon, dass Mel, da haben wir schon drüber gesprochen, sehr, sehr empfindlich reagiert, was das Thema angeht, Fotos im Internet und Bilder vom Kind und so. Und ich finde es ja eigentlich persönlich immer relativ lächerlich, wenn irgendwelche Leute Bilder von ihren Kindern bei Instagram oder sonst irgendwo posten und dann ein Smiley übers Gesicht gemacht wird, weil, ja, keine Ahnung warum. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Aber okay, ich muss das dann da in dem Fall jetzt wohl akzeptieren, dass ich jetzt nicht à la Joe Cognito vom Videoamt direkt mit meinem Vater-Video-Vlog starten kann. Und das, ja, lieber Frank. Ja. Ich meine, du bist aber auch noch in einer Zeit aufgewachsen, wo wir uns keine Gedanken über sowas machen mussten, weil damals gab es noch kein Internet und wir mussten nicht hinterher sauer auf unsere Eltern sein, dass sie uns in die Öffentlichkeit gezogen haben. Ich meine, das Stichwort ist Medienkompetenz. Wir beide haben sie, sollten sie haben. Und ich würde sagen, das Kind kann ja immer noch mit der Fresse im Internet auftauchen, wenn es das auch, wenn es auch abschätzen kann, wie da die Risiken sind oder ob es überhaupt möchte und so weiter und so fort. Sorry, also ich bin 37 und kann das heute noch nicht abschätzen. Also siehste? Ne? Also das ist ja wohl mal kein Argument. Naja gut, sagen wir mal so, das ist ja so ähnlich wie mit der Taufe. Ne? Manche sagen ja auch, mein Kind, das kann sich dann selber aussuchen, ob es getauft wird. Das sage ich ja auch immer. Also selbst egal wie alt das Kind dann ist, wenn es das macht, dann konnte es das irgendwie scheinbar nicht einschätzen. Aber so ist das eben auch mit diesen Fotos im Internet. Ich weiß nicht. Also ich habe da auch eher ein schlechtes Gefühl bei. Und wenn das Kind dann nur von hinten mit einer Sonnenbrille auf oder sowas in der Art, dann ist das okay. Aber so dieses Full Frontal Face Ding da, weiß ich auch nicht. Das sehe ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, wofür macht man das? Ja, aber man muss ja jetzt nicht direkt hier, hallo, das ist mein Kind und das ist meine neue Videospielkonsole. Also jetzt nicht in dem Ding, aber das Kind hat da nichts von. Man kann das ja noch so ein bisschen einschränken, keine Ahnung, privater Facebook-Account geschützt, nur den Leuten zugänglich, die es halt auch sehen sollen oder so. Ja gut, ne? Das ist ja noch also man muss es ja nicht gänzlich übertreiben. Ne, wenn man die Filtereinstellung gut gesetzt hat, dann passt das schon. Aber weiß ich nicht. Also ansonsten so Leute, die ihre Kinder ungefragt in die Öffentlichkeit zehren, das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig. Da denke ich immer, mit denen stimmt doch irgendwas nicht. Ja, also mal abwarten, wie ich drüber denke, wenn es soweit ist. Wie gesagt, jetzt gerade in diesem Moment verstehe ich es persönlich nicht wirklich. Aber werde mich danach natürlich nach den Wünschen der Mutter richten, weil ich will ja nicht mein Leben lang auf dem Sofa schlafen. Und das wird jetzt dein Standardsatz. Couch. Sofa habe ich nicht. Aber Sofa wäre auch nicht schlecht. Aber das wird dein zweiter Standardsatz. Aber ich leg mich dann schon lieber hin. Ja, das ist schön. Ja, Mensch, dann war das ja schon die erste Folge des Väterkäse hier in der Drittverwertung. Feedback gerne erwünscht, sei es über die Homepage, ihr könnt direkt auf drittverwertung.de Feedback hinterlassen. Ihr könnt natürlich auch bei YouTube Feedback hinterlassen. Oder ja, Themenwünsche vielleicht sogar. Themenwünsche, ne? Wobei worüber wir ganz viel Käse reden können, das haben wir heute auch schon gemacht. Es gibt da noch so viele Themen. Ja, also Themen werden uns auch ganz ehrlich nicht ausgehen, weil Thema Entnabelung zum Beispiel. Okay. Wie, wo, wann und womit?
Jetzt bin ich überfordert, aber okay, gerne. Wenn du das möchtest, dann reden wir natürlich auch zukünftig über medizinische Details, wie beispielsweise, keine Ahnung, bei eventueller Kaiserschnittgeburt einen Scheidenabstrich machen, damit entsprechende Bakterien direkt, und ja, kommen wir alles noch dazu, ne? Ich sag nur Rückenmarksspritzen. Bitte was? Genau. Okay. Ja, damit, das war dann der erste Feta-Käse. Also, ich fand es sehr schön. Ich könnte noch stundenlang über dieses Thema reden, aber Frank, dir scheint es ja ähnlich zu gehen. Ja, wir hören uns in Kürze schon wieder hier in der Drittverwertung, im Drittverwertungsfeed mit dem Feta-Käse. Ich bin der Frank. Du hast ja gerade schon. Ja, ich bin noch der Frank. Bald nicht mehr frei. Dann bin ich der Papa Frank. Und du bist der Tom. Guck, ich habe mich doch auch noch nicht umgebracht. Das war ein schönes Schlusswort. Moment.